Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich für euch das Album We Got Love von der Kelly Family. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja Freunde, das Album We Got Love ist bereits im Jahr 2017 erschienen. Ich habe mir die Box auf Amazon bestellt und habe dafür wirklich nur 12,99 Euro bezahlt. Ein wirklich sehr guter Preis, wenn man überlegt, was ich sonst so für Boxen ausgeben muss, ist das ein wirklich sehr angenehmer Preis. Die Links zur Box, zum Standardalbum und zum MP3-Download gibt es für euch natürlich wie gewohnt hier unten in der Videobeschreibung. Außerdem, Freunde, habe ich euch hier unten auch das neue Album 25 Jahre später zu Over the Hump, was am Freitag, den 25. Oktober erscheint, habe ich euch natürlich auch hier unten verlinkt. Dazu gibt es auch eine Box, schaut einfach mal nach und gönnt euch das neue Album oder die Box hier, je nachdem. Gut, Freunde, so viel dazu. Wir werden das Ganze erstmal öffnen. In der Zeit werde ich die Folie entfernen. Schreibt mir euren Lieblings-Kelly-Song unten in die Kommentare. Los geht's! So, die Folie ist ab und als erstes haben wir hier einen Aufkleber drauf. Und da ist drauf zu lesen: inklusive 14 Kelly Family Hits, neu arrangiert und aufgenommen, plus 5 neue Tracks. Okay. Schauen wir uns das Boxdesign an. Wie gesagt, ich habe für die Box 12,99 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, was sie 2017 zu Release gekostet hat, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie so 39 Euro vielleicht gekostet hat. Also so der Preis, den eigentlich fast jede Box hat, wenn sie rauskommt. Wir haben eine relativ kleine Box. Ja, in so einem irischen Grün würde ich fast behaupten, oder? Auf dem Cover lesen wir Kelly Family, We Got Love. Auf der Unterseite lesen wir jetzt nochmal den Albumtitel. Auf der rechten Seite ebenfalls. Dann ist das Ganze hier zugeklebt. Auf der Oberseite lesen wir wieder den Albumtitel. Und auf der linken Seite ebenfalls. Auf der Rückseite sehen wir natürlich unten die Credits, den Barcode und die Inhalte. Die limitierte Fanbox beinhaltet das Album exklusives Digipack mit 19 Tracks, Fanposter, Postkartenset, Tragetasche und Sticker. Okay, das sind die Inhalte. Wie gesagt, eine kleine Box, aber das ist vollkommen okay für den Preis. Absolut, kann man jetzt eigentlich schon fast nicht meckern. Okay, Freunde, öffnen wir das Ganze mal. So, dann schauen wir mal rein. Und als erstes kommt uns natürlich in dem Fall das Wichtigste entgegen, und zwar das Album. Das Ganze, wie gesagt, im Digipack. So sieht das Cover aus. Da haben wir natürlich vorne ein paar Kellys drauf, sind ja alle, sind bloß 6. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind, 9 oder 10, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind nur 6 zu sehen, den kenne ich auf jeden Fall. Das ist Joey Kelly. Okay, das war's schon. Verdammt. Also Joey Kelly auf jeden Fall. Die anderen kenne ich bestimmt nie. Na gut. So, Fan-Edition lesen wir jetzt noch hier oben. Auf der Rückseite sind die Songs aufgelistet. Insgesamt haben wir 19 Songs drauf. Wir sehen hier nochmal den Barcode und die Credits. Obwohl, also den kenne ich auf jeden Fall auch. Also er kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Also ich habe mir den neuen Song vom neuen Album angehört. Und der ist wirklich richtig cool, muss ich sagen. Also ich bin jetzt kein Kelly Family Fan. Ich habe jetzt auch die Musik in dem wirklich früher gehört. Aber der neue Song von dem neuen Album, 25 Jahre später, was jetzt am Freitag erscheint, also der Song ist wirklich richtig cool. Ich weiß bloß gar nicht, wie der heißt. Also der gefällt mir wirklich richtig gut. So sieht die CD aus. Und da sehen wir eine Blume. Gut, schauen wir uns Booklet rein. Hier haben wir jetzt nochmal die Geschwister von Narn. Gut. Auf der ersten Seite sehen wir jetzt wieder von Bloom und wir haben die Songs mit Songtexten. Sehr schön.
Okay, sehr schön gestaltet, wie gesagt, die Songtext nochmal mit drin und natürlich noch ein paar Bilder der Musiker. Ah, hier stehen sie. Patricia, Jimmy, John, Katie, Angelo und Joey, genau. Okay. Und da haben wir jetzt nochmal zum Schluss. Ja, sehr schön gestaltet auf jeden Fall, gefällt mir. Also, das war das Album. Dann kommen wir jetzt zum ersten Highlight und zwar diesen. Ne, den schauen wir uns am Schluss an, Freunde. Wir schauen uns jetzt erstmal die Postkarten an. So, als erstes haben wir jetzt das Kelly Family Logo und den Albumtitel We Got Love. Also richtige Postkarten. Jetzt sehen wir hier, was für irgendwo, wo sie live gespielt haben von einem Konzert. Das könnte aus irgendeinem Musikvideo sein. Aha, okay, ist es auch. Sehr schön. Und dann haben wir natürlich nochmal hier das Gruppenbild sozusagen. Wie viel waren das jetzt? Das waren jetzt 7 Postkarten. Sehr schön. Also 7 Postkarten. Und dann haben wir einmal den Aufkleber, The Kelly Family. Leider nur einmal. Natürlich hätte man 2, 3 Mal mehr reinhauen können. Da freut man sich als richtiger Fan. Aber gut, einmal ist auch okay. Also jetzt in dem Fall. Dann haben wir hier noch ein Poster, einseitig bedruckt. Relativ klein, aber das ist vollkommen okay. Und wir haben eine wirklich sehr gute Papierqualität. Das merkt man einfach schon, dass das Papier ein bisschen was Stärkeres ist. Sehr schön und natürlich eine sehr gute Druck- und Fotoqualität. Sehr schön. Also ein Poster. Okay. Und dann, Freunde, haben wir jetzt natürlich sozusagen noch das Highlight nach dem Album, diesen Stoffbeutel. Okay, wir haben einen schwarzen Stoffbeutel. Ich hätte es angenommen, der wäre in diesem Grün hier gewesen. Aber gut, der ist schwarz. Und da haben wir jetzt nochmal riesengroß das Kelly Family Logo drauf und den Albumtitel. Ja, Stoffbeutel, was soll ich zu sagen, Freunde? Es ist nichts Besonderes. Gab es wirklich schon öfter in den Boxen drin. Aber ich kann es immer wieder nur an dieser Stelle sagen, wenn ich so einen Beutel vorstelle. Es ist auf jeden Fall was Nützliches. Man kann es gebrauchen. Damit kann man natürlich schön Bier holen gehen oder irgendwelche anderen Sachen im Geschäft. Also auf jeden Fall eine nützliche Sache. Gut, Freunde, damit sind wir jetzt natürlich schon durch mit dem Unboxing. Es war wirklich jetzt nicht sehr viel drin in der Box, war jetzt wirklich auch noch eine kleine Box. Aber für den Preis von 12,99 €, Freunde, kann ich euch eigentlich jetzt schon sagen, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also wenn man Fan ist, auf jeden Fall nicht. Ihr bekommt wirklich jede Menge für den Preis, ist das wirklich top. Also, ihr bekommt natürlich nochmal ganz kurz in die Übersicht für euch in der Box zum Album We Got Love das Poster. Dann die 7 Postkarten. So, den Beutel und natürlich Freunde. Das habe ich jetzt in Aufkleber übersehen oder habe ich das schon gezeigt gehabt? Wo ist der Aufkleber hin? Okay, ist gerade verschwunden. Also, der Aufkleber war ja eigentlich noch irgendwo, aber den finde ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, gut. Also, Postkarten, Aufkleber, Poster und natürlich das Wichtigste, das Album mit insgesamt 19 Songs drauf. Gut, dann wie gesagt noch den Beutel dazu. Und das Ganze gibt es in dieser kleinen, aber wohl sehr feinen Box. Gut, ach, da ist der Aufkleber. Ich habe ihn. So, zack, hier rein mit dir. Gut, Freunde, das war soweit mit dem Unboxing zum Album We Got Love von der Kelly Family. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen,
Wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, schreibt mir gern was unten in die Kommentare. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen wollt, Freunde, dann könnt ihr gern rechts unten in der Ecke meinen Kanal abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so gibt es jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es von mir was Neues gibt. Gut, Freunde, das war's soweit. Viel Glück auf jeden Fall und Erfolg weiterhin natürlich an die Kelly Family, vor allen Dingen jetzt mit ihrem neuen Album, was am Freitag erscheint. Und ich bedanke mich für euer Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Vielen Dank, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.